Was sind gute Superhelden ohne richtig coole Superschurken? In meinem letzten Video konntet ihr 7 neue DC-Superhelden kennenlernen und für euren persönlichen Liebling abstimmen. Und in diesem Video stelle ich euch 7 neue DC-Superschurken vor, die 2021 ihr Debüt feierten. Kandidat Nummer 1 ist Heartless. Sieht er nicht cool aus? Mit diesem herzhaften Schurken hat es Dick Grayson aka Nightwing zu tun. Er behauptet sogar, Dick Grayson hätte ihn zu dem gemacht, der er jetzt ist. Heartless ist ein Serienmörder, der hauptsächlich Jagd auf die obdachlose Bevölkerung der Stadt Bloodhaven macht. Er tötet sie nicht nur, er reißt ihnen das Herz heraus. Dafür hat er sogar die Heartless Gun, eine Art Waffe mit einer Kralle, mit der er die Herzen herausreißen kann, ohne sich selbst die Finger schmutzig zu machen. Er hat einige kybernetische Verbesserungen, was ihn geschwindigkeitsmäßig schneller als Nightwing macht und stärkemäßig ist er ungefähr auf dem Level von Blockbuster. Seine Stärken sind auch seine Schwächen, denn er braucht quasi als Antrieb immer wieder neue Herzen. Wie ich finde, ein richtig cooler neuer Schurke, von dem wir in Zukunft hoffentlich mehr sehen werden. Und Kandidatin Nummer 2 ist Quiz. Als Batman ein neues Rätsel bekommen hatte, war natürlich klar, dass er als allererstes den Riddler im Auge hatte. Aber als er dann ankam, machte er die Bekanntschaft mit Quiz, die neue bzw. Sidekick an der Seite des Riddlers. Und ich muss sagen, das passt doch irgendwie doch ganz gut. Leider hatte sie bisher nur 2 Auftritte, das heißt, man weiß noch nicht sonderlich viel über sie. Deshalb hoffe ich, dass man den Charakter noch etwas mehr Tiefe und Story verleiht. Sie könnte echt Potenzial haben. Als nächstes kommt Pyrrhos oder auch Red King, der in Future State sein Debüt feierte und alleine seine Eltern sind, naja, mächtig. Zum einen Superman und zum anderen die Halbgott-Hexe Circe. Auf jeden Fall eine wilde Mischung. Pyrrhos wurde zum Roten König, der Großvater von Apocalypse. Kräftemäßig kann er natürlich alles, was auch sein Vater Superman unter den Auswirkungen einer gelben Sonne kann. Was halt absolut OP ist, dass er keine Schwäche gegen Magie hat, so wie Superman, da er schließlich der Sohn von Circe ist und ebenfalls zaubern kann. Was sagt ihr zum Red King? Gefällt er euch? Also ich finde ihn optisch auf jeden Fall schon mal ganz cool. Kandidatin Nummer 4 ist Miracle Molly, bürgerlich Mary Kowalski, und sie sticht natürlich direkt mal mit ihrem kunterbuntem Aussehen ins Auge. Sie tauchte nach dem Joker War in Gotham City auf, dementsprechend ist sie ein neuer Bad-Schurke. Miracle Molly ist ein Mitglied einer Hightech-Diebesbande namens Unsanity Collective. Molly ist physisch für Batman keinerlei Bedrohung, ihre Kräfte liegen eher darin, dass sie ein Genie ist, tragbare oder kybernetische, technische, menschliche Verbesserungen zu erschaffen. Also Technik ist voll ihr Ding. Technologie, die selbst für Batman gefährlich werden könnte. Erschaffen als Schurke, sehe ich sie in Zukunft vielleicht doch eher als Antiheldin oder mögliches Mitglied der Bat-Family. Auf jeden Fall ein spannender Charakter. In Catwoman 29 debütierte die neue, freshe Attentäterin White Witch, die optisch schon einmal richtig stark aussieht. Sie ist die tödliche Vollstreckerin von Simon Sound, einem finsteren Milliardär, der versucht, Gotham City seinem Willen zu unterwerfen. Als White Witch versuchte, den Riddler zu töten, kam Catwoman noch rechtzeitig, um ihn zu retten, was zum ersten Schlagabtausch der beiden führte. Über sie ist auch noch nicht allzu viel bekannt, aber eine sehr schnelle, flinke Kämpferin mit den ein oder anderen Trick und nicer Optik kann ja eigentlich nie schaden. Kandidat Nummer 6, Andrei Trojan aus Future State. Metropolis befindet sich im Krieg. Der Erfinder und Unternehmer Andrei Trojan schaffte es, Lex Luthor aus der Stadt zu werfen, entwickelte eine neue Technologie namens Brain Cells. Damit konnte er Menschen durch Nanotechnologie kontrollieren. Er schaffte es auch bei Kara-El, was zu einem Kampf gegen John Kent führte. Aber schlussendlich konnten sie Metropolis retten. Trojan bekam etwas von Brainiacs genetischem Material, seine Haut. Er hat die menschliche Sterblichkeit überschritten, indem er sein Bewusstsein einem Roboterkörper übertragen hatte. Gegen ihn antreten durfte der Midnighter. Sobald sein Roboterkörper nicht mehr von Nutzen ist, kann er sein Bewusstsein einfach locker easy auf einen anderen übertragen. Er ist ein Genie in Robotertechnik. Mal sehen, ob wir in Zukunft mehr von ihm sehen werden. Und als Abschluss gibt es noch
Vengeance. Sie ist die Tochter bzw. der Klon des Superschurken Bane. Durch seinen Tod schwor sie dem Joker Rache, was in der Joker-Serie auch zu ein paar echt coolen Kämpfen führte. Aufgewachsen ist sie in einem geheimen Labor in Santa Prisca. Dort wurde sie auch jahrelang als Beschützerin eingesetzt, um Santa Prisca vor Feinden zu schützen. Sie war sich ihrer Herkunft anfangs auch gar nicht bewusst. Erst nach dem Tod ihres mutmaßlichen Vaters wurde sie entfesselt. Genauso wie Bane nutzt sie die Supersteroidendroge Venom, was ihr ermöglicht, ihre körperlichen Funktionen vorübergehend auf ein nahezu übermenschliches Niveau zu steigern. Sie muss Venom auch in regelmäßigen Abständen zu sich nehmen, sonst schwinden ihre Kräfte. Das waren meine 7 Kandidaten, die ich ins Rennen schicke für die Kategorie DC Super Schurken First Appearance 2021. In der Videobeschreibung findet ihr wieder einen Link, wo ihr zu einer Abstimmung kommt und für euren persönlichen Liebling abstimmen könnt. Schaut auch nochmal gerne bei den anderen Comic-Tubern vorbei, um auch bei den anderen Kategorien mit dabei zu sein. Und in diesem Sinne sage ich bis zum nächsten Mal, eure Nerdcobra.